Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie, willkommen in der Familie. Heute ist der Tag der Tage, Leute. Es ist soweit. Dieses Video ist eine Collab mit einer der für mich allerbesten deutschen YouTuberinnen im Beauty-Bereich mit Abstand. Und zwar der lieben Hati. Ich wollte jetzt schon länger ein Video in dieser Art machen. Und zwar haben Hati und ich, inspiriert von diesem Bild hier von American Horror Story, jeweils einen Look geschminkt. Ich in dem Original gruseligen Rahmen und sie in dem Beauty-Bereich und das ist so cool, ich freue mich voll. Das hier ist ihr Look und ihr solltet definitiv bei ihr vorbeischauen. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox und ihr Video auch natürlich. Schickt ihr mal so ein bisschen Spooky Squad Liebe rüber, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Ich mache also heute den Look von den Promo-Fotos von der neuen Staffel von American Horror Story, sprich das mit den Bienenwaben im Kopf. Bevor wir aber anfangen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt gerne tun und die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads auf diesem Kanal zu verpassen. Da wir ziemlich viel zu tun haben, würde ich mal sagen, es ist Zeit. Wir fangen einfach an. Gut, ich habe jetzt angefangen mit einer Glatzenkappe auf meinem Facecast. Meine war jetzt eine Vinylglatzenkappe. Ihr könnt aber auch Latex oder was auch immer ihr finden könnt nehmen. Ich habe mir die Mitte mit einem kleinen X markiert und dann mein mittlerweile vertrautes Model Magic genommen, was wir auch für unsere Minnie-Maus-Maske benutzt haben. Der Vorteil von dem Zeug ist, dass es eben aushärtet, aber trotzdem sehr leicht ist, was gerade für sowas hier super praktisch ist. Ihr könntet aber auch ganz normale lufttrocknende Knete oder Ton nehmen. Ich habe ein größeres Stück davon versucht, so gut es geht auszurollen. Nicht zu dünn, aber doch relativ dünn, bis es einfach von der Größe her über den kompletten oberen Bereich des Facecasts gepasst hat. Als das der Fall war, habe ich das dann wie Pizzateig eigentlich hochgenommen und über den Kopf gelegt. Ihr könnt dafür übrigens auch so Frisierköpfe oder welche aus Styropor nehmen, das geht alles. Das habe ich glatt gedrückt und dann vorsichtig da abgeschnitten, wo es später circa aufhören sollte. Übrigens hat Lex von Made You Look die gleiche Technik benutzt. Ich habe sie zwar nicht als Vorlage genommen, aber ich verlinke euch ihr Video auch nochmal in der Infobox, falls ihr da auch vorbeischauen wollt. So, dann habe ich jetzt angefangen, vorsichtig den Rand reinzudrücken. Dafür habe ich von oben mit so einem Modellierwerkzeug nach unten und von unten gleichzeitig nach oben gedrückt, um einfach so eine Einkerbung wie hier zu bekommen. Und das habe ich um den kompletten Kopf herum gemacht. Ich habe das auch noch ein paar Mal ausgebessert, aber zwischendurch habe ich auch noch die Ränder so gut es ging in unsere Glatzenkappe geblendet, so ein bisschen Wasser genommen zum Teil, um es einfach ein bisschen glatter zu streichen. Der Übergang soll eben so gut wie es geht einfach nicht wirklich sichtbar sein, bis auf die Farbe natürlich. Jetzt nehme ich so eine Schraube mit so einer Hexagonform, wie sie eben auch bei Bienenwaben zu finden ist und damit drücke ich einfach das Muster rein. Das hat gar nicht so lange gedauert wie erwartet und war natürlich sehr, sehr einfach und gleichzeitig trotzdem sehr effektiv. Wie ihr sehen könnt, ist der Effekt, den ihr damit bekommt, wirklich richtig, richtig cool. Und sieht so aus, als hätte es ewig gedauert, obwohl es nicht so ist. Durch die Kopfform werden die auch nicht immer perfekt ineinander passen, aber macht euch da keinen Stress. Das muss überhaupt nicht ganz perfekt sein, denn es wird später überhaupt gar nicht mehr auffallen und einfach ziemlich cool aussehen. Als ich das geschafft hatte, habe ich aus dem gleichen Material kleine Bienenkörper geformt, also einen kleinen Kopf und einen länglichen Körper wie hier. In den späteren Kopf habe ich dann auch noch jeweils zwei kurze Nylonfäden reingedrückt, die später die kleinen Fühler sein werden. Ich habe sowohl das Headpiece als auch die Bienen 72 Stunden lang stehen und aushärten lassen und dann kommen wir schon zum Anmalen. Für die Grundfarbe habe ich einfach gelbe wasseraktivierte Farbe genommen. Nehmt einfach, was ihr habt, das ist wirklich nicht besonders relevant. Und so gut wie alles, was ich bisher probiert habe, funktioniert auch auf dem Model Magic. Das Gelb war übrigens lang nicht so grell, wie es hier in der Kamera aussieht. Ich habe keine Ahnung, wieso die es für so Neon gehalten hat, aber hey, okay. Auf jeden Fall bemale ich das alles gelb bis zum Rand, den wir reingedrückt haben. Mit verschiedenen bräunlichen Farben bin ich da jetzt noch so ganz grob über alles wieder drüber gegangen, einfach um eine natürliche Optik und Farbe zu bekommen. In meinem Fall war das jetzt alkoholaktivierte Farbe, weil ich da einfach den perfekten Farbton hatte. Aber ihr braucht das definitiv nicht, vor allen Dingen, weil die auch echt scheiß teuer sind. Nehmt wie gesagt einfach, was ihr habt und probiert ein bisschen rum, bis es passt. Und dann habe ich auch noch in den einzelnen Waben zum Teil etwas dunkler gemalt. Immer so ein bisschen unterschiedliche Farben, einfach um Dimension und Abwechslung für die Augen zu bekommen. Das muss gar nicht so super perfekt gemacht sein. Glaubt mir, sehr, sehr bald sieht es wirklich sehr cool aus. Ich habe jetzt mit Alkohol die Farbe auf den Waben wieder aktiviert und so ganz leicht mit einem Pinsel verblendet, um so ein schöneres Ergebnis zu bekommen. Und dann habe ich auch wieder mit Alkohol aktivierter Farbe, aber mit so einem leichten rosa-orange-Ton den Rand bemalt. Im Original ist da so eine Kante zu sehen, die so eine ähnliche Farbe hat und deswegen male ich das hier auf. Um das noch so ein bisschen zu verfeinern, habe ich noch mit einem ganz kleinen Pinsel den gemalten Rand nochmal so ein bisschen umrandet mit sehr verdünntem Schwarz, um einfach nochmal so eine schönere Kante zu geben. Das habe ich sowohl unter der gemalten Linie als auch im Zwischenraum zwischen ihr und dem Bienenstock gemacht.
Mit genau den gleichen Farben habe ich jetzt unsere kleinen Bienen angemalt, den Kopf in schwarz, Körper gelb und natürlich schwarze Streifen und dann noch so ein kleines schwarzes Hinterteil. Ja, ihr wisst ja, wie Bienen aussehen, also so ungefähr. Außerdem habe ich mit Wimpernkleber noch so ein paar kleine Flügel dran geklebt, die ich einfach aus Folie ausgeschnitten und ganz leicht mit Weiß bemalt habe. Der wichtigste Part, der jetzt alles zusammenführt, kommt jetzt. Und zwar habe ich SFX-Gelatine angemischt und mit einer gelben Lebensmittelfarbe und braunen Lidschatten gemischt, bis ich so eine Honigfarbe bekommen habe. Wie man FX-Gelatine anmischt, habe ich euch in meinem DIY-Video dazu gezeigt. Ich verlinke euch das auch gerne in der Infobox. Das Ganze kommt jetzt auf jeden Fall großzügig auf unsere Bienenwaben, eigentlich fast überall drüber. Davon abgesehen, dass es optisch richtig perfekt passt, wirken die Waben dadurch auch nochmal eine ganze Runde echter. Ich habe dann, bevor das hart wurde, ein paar unserer kleinen Bienen auch schon mal draufgesetzt und dann kurz stehen lassen zum Aushärten, was echt nur ein paar Minuten dauert bei Gelatine, also ein bisschen schneller arbeiten. Okay, es ist Zeit zum Schminken. Endlich, endlich. Ich habe meine Haare so zurückgegelt. Wirklich großartig wunderschön sieht das aus. Und dann habe ich erstmal meinen Primer aufgetragen, weil meine Haut so ein bisschen trocken und gestresst war einfach. Übrigens sind auf meiner Hand Lippenswatches für später. Ignoriert die einfach. Ich musste ein bisschen ausprobieren, was für eine Farbe ich benutzen will. Dann habe ich meinen Bienenhelm vom Facecast genommen. Das Ganze sah jetzt so aus und das habe ich ein bisschen zurechtgeschnitten und vorsichtig auf meinen Kopf gesetzt. Was tricky sein kann, aber auf jeden Fall machbar. Ich habe das dann noch ein bisschen mehr zurechtgeschnitten. Wir werden jetzt von Minute zu Minute attraktiver, ich sag's euch. Vor allem vorne habe ich es abgeschnitten und dann Prozade genommen. Das ist einfach Hautkleber. Man kann jede Art von Hautkleber nehmen, die man hat. Den trage ich überall da auf, wo die Glatzenkappe anliegen soll. Das Gute bei Prozade ist einfach, dass man weiß, dass man aufkleben kann, sobald er klar getrocknet ist. Und als das der Fall war, habe ich meine Glatzenkappe vorsichtig drüber gezogen und so glatt es ging auf die Haut geklebt. Als das soweit gehalten hat, habe ich nochmal zugeschnitten und vor allem endlich mal meine Ohren freigeschnitten. Das habe ich auf der einen Seite sogar etwas ein bisschen zu viel gemacht, also schön langsam anfangen. Das sieht immer so dämlich aus, als hätte man so richtig schön abstehende Ohren. Aber hey, wir sind hier nicht, um attraktiv zu sein, okay? Jetzt nehme ich Aceton, womit ihr übrigens immer vorsichtig sein solltet, wenn ihr es überhaupt benutzen wollt. Aber damit löst man die Ränder von solchen Vinylglatzenkappen auf. Deshalb habe ich das hier mal versucht. Wie gesagt, seid immer vorsichtig mit so Zeug oder benutzt es gar nicht erst, wenn ihr euch damit nicht auskennt oder euch das nicht zutraut. Aceton ist relativ aggressiv und kennt man ja auch aus Nagellack entfernen und sowas. Also ist es nicht so, womit man super leichtfertig umgehen sollte. Schön vorsichtig, nicht zu viel. Auf jeden Fall habe ich die Glatzenkappe, soweit ich konnte, in meine Haut geblendet und dann weißen Concealer genommen, den ich um die Augen herum aufgetragen habe. Ich muss sagen, spätestens jetzt sehen wir wirklich richtig verrückt aus. Mit meinem Hautkleber klebe ich jetzt meine Augenbrauen flach an meine Haut, da wir die jetzt abdecken werden. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, wie man das machen kann. Das kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Ich war etwas aus der Übung, aber ich kann sagen, dass Prozade überraschenderweise viel besser funktioniert hat als mein üblicher Hautkleber, den ich sonst genommen habe. Ich war sehr, sehr erstaunt, aber es hat sehr gut funktioniert. Wenn das flach festklebt, gehe ich damit, Achtung, Hautwachs drüber. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mit Hautwachs super gerne arbeitet, aber in diesem Fall ist es leider sehr nötig. Ich gehe damit über die Augenbrauen und glätte die Oberfläche so gut ich kann. Jetzt bin ich noch über die Ränder der Glatzenkappe mit ein wenig Prozade, einfach damit alles wirklich festsitzt. Mit meinem weißen Concealer bin ich komplett über den Augenbrauenbereich gegangen und das habe ich ganz leicht vorsichtig mit einem Schwamm eingearbeitet. Das hier ist neu bei mir eingezogen. Das ist ein Kryolan Paint Stick, im Grunde wie Stick Foundation oder Cremefarbe oder beides zusammen. Und damit gehe ich über das komplette Gesicht drüber, wirklich überall, und blende das vorsichtig mit einem Beautyblender aus. Ihr könnt da auch zum Beispiel wasseraktivierte Farbe nehmen oder sowas, aber ich wollte einfach, dass es halbwegs gleichmäßig ist und das kriege ich mit sowas eher hin als mit wasseraktivierter Farbe. Ich hatte so ein bisschen mit dem Rand vom Model Magic zur Glatzenkappe zu kämpfen, aber das habe ich später halbwegs gut überdeckt bekommen. In der Zwischenzeit habe ich aber weiße Bodypaint Farbe genommen und damit den kompletten Hals und Oberkörper bedeckt. Alles, wirklich alles, was ihr sehen könnt. Wie gesagt, bin ich auch nochmal über meine Glatzenkappe mit ordentlich viel Weiß drüber gegangen, bis die Übergänge besser waren und dann habe ich das Gesicht vorsichtig abgepudert. Kommen wir zu den Augen und dafür nehme ich die Mrs. Bella Palette und blende das Rot vorsichtig in die Lidfalte, in den Außenwinkel und auch noch innen ein bisschen, also so Halo-mäßig, aber echt nur ganz vorsichtig und langsam aufgebaut, um alles schön verblendet zu bekommen. Mit einem roten Kajal habe ich eine Linie im Bereich der Lidfalte entlang gezogen. Die war auf dem Bild, wenn man wirklich ganz genau hingeschaut hat, nämlich hier zu erkennen. Seht ihr sie?
Seht ihr sie? Ich sehe sie. Da habe ich auf jeden Fall versucht, die grob aufzumalen und auch schon mal nach unten zu einem normalen Eyeliner zu verbinden. Das muss noch nicht besonders ordentlich sein, wir gehen da gleich nochmal drüber. Vorher aber nehme ich die Farbe Bella und trage die in der Mitte des Lids auf. Ich kann selbst kaum glauben, wie perfekt diese Farben zu dem Look gepasst haben. Das war fast 1:1 identisch. Wer weiß, vielleicht haben die Palette wirklich benutzt. Wenn die Lidschatten soweit gut aussehen, gehe ich jetzt nochmal über unseren Liner drüber, auch mit so einem kleinen Mini-Pinsel zum Teil. Wie geil ist der bitte? Ich habe einfach so ein paar richtig coole, winzige Detailpinsel geschickt bekommen, auch so Blendepinsel und sowas. Ich liebe mein Leben. Ich verlinke euch die gerne mal in der Infobox, falls ich dran denke. Kann sein, dass ich es vergesse. Wir gucken mal. Am unteren Wimpernkranz nehme ich jetzt aus meiner Miss Bella Palette wieder das Rot und setze das einfach da Smoky drunter, wie hier. Dann skippe ich jetzt mal kurz zu den Lippen, bevor wir weitermachen, und dafür nehme ich so einen schwarzen Liner und umrande damit vorsichtig die Lippen in so einer ganz komischen, sehr spitzen Form, so wie es auf dem Promofoto eben auch zu sehen war. Hasst mich bitte nicht, bitte, aber ich nehme diesen Lippenstift von Kylie, weil der einfach perfekter nicht hätte passen können. Aber ich habe hier noch zwei Alternativen für euch rausgesucht, die nicht ganz so dunkel sind, aber vom Farbton definitiv super passen würden, falls ihr was sucht, dann dass man leichter rankommt. Den trage ich auf jeden Fall jetzt über den ganzen Lippen und unserer tollen neuen Form auf und fülle die eben sehr schön aus. Jetzt habe ich mit meinem kleinen Kajal die extra Linien um die Augen herum gemalt. Das ist einmal jeweils so eine nach oben, eine direkt darunter nach unten und eine kürzere, die unten weiter innen ist. Wow. Einfach jeweils senkrechte Striche eigentlich. Gut, ich habe jetzt meine Gelatine wieder aufgewärmt. Passt auf, dass die nicht zu heiß ist und testet das vorher am besten vorsichtig an. Wenn sie etwas abgekühlt ist, ohne hart geworden zu sein, setzt ihr sie auf euren Bienenstock und lasst sie an ein paar Stellen ins Gesicht runterlaufen. Das eine ist mir hier etwas an meinen roten Strich gelaufen, aber das kann man später ganz leicht abziehen und umsetzen, also keine Sorge, alles halb so wild. Mit einem grauen Lidschatten habe ich jetzt noch ganz leicht konturiert, wirklich nichts Weltbewegendes, aber es ist da, deshalb ja, ich habe konturiert. Ich habe mir überlegt, Kontaktlinsen einzusetzen, die so weiße Netze sind, aber auf dem Promofoto sieht man nichts davon, deswegen, ihr könnt das auch einfach weglassen, aber ich fand einfach, das macht es so ein bisschen gruseliger. Die paar Bienen, die ich noch nicht festgeklebt hatte, habe ich auf jeden Fall jetzt mit Hautkleber an ein paar Stellen geklebt, wo sie mir gefallen haben. Super easy, und dann habe ich mit meiner wasseraktivierten weißen Farbe meine Wimpern ganz einfach angemalt. Dieser Lippenstift hier soll angeblich matt sein, aber ist so glossy, dass ich ihn als Lipgloss für unseren Lippenlook benutzt habe. Und da habe ich währenddessen wirklich ganz großartig genau den Teil abgedeckt, den ihr sehen wollt. Good job, Ellie. Good job. Gut, dann habe ich mir jetzt noch die Hände weiß angemalt und damit ist dieser Look komplett. Ich hoffe, dass ihr den auch so cool findet wie ich, denn ich bin echt ein Fan davon. Ich finde den richtig cool. Wie gesagt, schaut auch bei Hattie unbedingt vorbei, um eine Beauty-Version dieses Looks zu sehen. Hier links findet ihr ihr Video. Rechts findet ihr wie immer mein letztes Video und meine Spooktober-Playlist mit allen weiteren Videos aus dieser Reihe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung von euch freuen. Wir sehen uns dann am Samstag zum nächsten Spooktober-Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!